Wir sind Backstage hier beim Boxing Day TV und ihr seid mit dabei. Wir gucken jetzt in die Garderobe rein. Kalle Schwensen ist schon da und ich glaube, er wartet schon auf uns. Gucken wir einfach mal. Los geht's. Kalle. Mein Bruder. Moin, moin, würde man eigentlich sagen. Wir sagen Hallo. Bei euch in Hamburg, ganz genau. Du kommst jetzt aus Hamburg, bist hier nach Berlin gekommen. Boxing Day TV. Was ist das für dich? Was ist das für ein... Ich finde es überhaupt interessant, dass es mal eine Talkshow gibt, die sich speziell mit dem Boxen auseinandersetzt. Nicht nur Boxen, auch MMA. Ist ja im Moment dein Fachgebiet. Ist ja wieder ein anderes. MMA ist ja dieses Bodenfight. Wir haben ja so Hardcore-Fight mit eigenen Regeln. Kämpfe bis zum K.O. ohne Punkte, sondern klare, harte Fights. Und nur der Gewinner schnappt. Oder The Winner Takes It All. Und ich finde gut, dass ich das hier propagieren konnte. Zweitens ist es eine interessante Sache, weil Boxen ist nach wie vor dann hier eine große deutsche Sportart. Und es ist eigentlich verwunderlich, dass es vorher noch nicht längst schon so eine Sportsendung gegeben hat, speziell über das Boxen, so wie es beim Fußball ja auch gibt, das Ganze. Genau, das gibt es beim Fußball und jetzt natürlich auch in Berlin, Boxing Day TV hier in Berlin mit dir natürlich. Glaubst du, dass deine Shows, deine Kämpfe, dass das so bundesweit Furore machen könnte, dass man das auch in Berlin oder auch in München oder auch in Stuttgart austragen kann? Auf jeden Fall. Wir haben ja schon, der Spiegel hat darüber schon berichtet. Es sind Fernsehanstalten, die gekommen sind für Interviews. Wir wollen das ja ohne Fernsehen machen, weil wir haben nur 400 Personen, die das machen. Dafür ist es dann für Fernsehen uninteressant, weil es ist wenig Sponsoren und so die ganze Geschichte. Aber die Fights mit der Gesamtveranstaltung, mit dem Entertainment, mit dem Abend. Das heißt, wir möchten ja den Leuten einen Samstagabend bieten, wo sie abends um 8 Uhr hingehen und bis morgens um 4 Uhr durchfeiern. Und sie erleben erstklassiges Essen, sie erleben tolle Shows, sie erleben unterhalten Tischzauberer, die Weltklasse sind. Sie erleben Sport, Hardcore-Fights und hinterher tanzen mit DJs, mit Bands. Also einfach einen schönen Abend. Und dafür ist das, was wir aufrufen an Geld, weil wir uns ja alleine finanzieren. Wir haben keine Sponsoren, wir haben keine TV-Sender, sondern nur von den Eintrittsgeldern sind 600 Euro dafür nicht so viel, weil es gibt Champagner satt, ohne Ende. Und wenn die Leute weggehen, die zahlen ja schon fast 400, 500 Euro für eine Flasche Champagner am Abend in der Diskothek. Und außer, dass sie dann mit einer Wunderkerze gebracht wird, damit jeder sieht, dass jemand Champagner bestellt hat, ist da nichts bei. Ja, Kalle Schwensen. Backstage beim Boxing Day TV und das wird er uns nachher nochmal auf der Couch erklären. Da wird er noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, wie seine ganzen Events aussehen, wo sie überall stattfinden und ich glaube, das erste wird natürlich in Hamburg ausgetragen und auch stattfinden werden. Das erste ist in Hamburg, aber wie gesagt, wir planen, wenn das erfolgreich ist, dann möchten wir das schon in deutschen Großstädten wie Berlin, Dresden, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln auch machen. Das kann man einmal im Jahr, verträgt jede Großstadt so ein Event. Gibt es Boxer, vielleicht abschließend noch die Frage, gibt es Boxer, wo du sagst, die hätte ich gerne bei mir dabei, das sind so richtig die Männer, die sich vielleicht auch mal richtig verkloppen können, die würde ich ganz gerne mal sehen, bis der Letzte am Boden liegt oder der Bessere gewinnt, würde man eigentlich sagen. Ich glaube, da haben sich schon eine ganze Menge gemeldet, es haben sich über 70 Leute bei uns gemeldet, wir haben eine Auswahl gemacht, natürlich, weil wir ja nur 5 solche Hardcore-Fights haben und 4 normale K1-Fights. Das ist schwer zu sagen, weil man kann diese Form der Kämpfe nicht vergleichen mit dem normalen Boxkampf. Das ist so, wenn jemand Kickbox macht und nach den Regeln des DFB, also Deutschen Boxverband, dann hat der Kickboxer keine Chance. Box Arthur Abraham hier nach Kickbox-Regeln hat er null Chance. So, und deswegen ist das, was wir machen, jeder kann antreten und das geht ein bisschen K.O. und jeder kann sein Bestes machen. Solange sie nicht am Boden sich befeiden, sondern im Stehen ist alles erlaubt und dann wird man sehen und das, was die Leute sehen wollen, glaubt es mir. Da sagt er was, tolles Schlusswort, das, was die Leute sehen wollen, Kalle Schwensen hier Backstage beim Boxing Day TV. Vielen herzlichen Dank.